Dieses ist die Geschichte einer schicksalhaften Begegnung. Der Begegnung des Oberfeldwebels Oliver Hardy mit dem soeben zum Militär eingezogenen Rekruten Stan Laurel. Es ist sozusagen der dramatische Beginn einer späteren lebenslangen Freundschaft. Tschi! Wo haben Sie Ihre Augen, Sie trübe Tasse? Soeben trifft der Kompaniechef, Rittmeister Finlaysen, mit seinen beiden Adoptivtöchtern am Verladebahnhof ein. Au! Ein kleines Malheur, Herr Rittmeister. Nicht der Rede wert. Sie melden sich beim Gewehr. Zum Rapport. Kommt, Kinder. Wer lacht da? Ich bitte mir mehr Respekt aus. Sie, den Koffer her. Den habe ich gefunden. Sieh mal an, das ist mein Koffer. Trübe Tasse. Zu seiner größten Überraschung findet Rittmeister Finlaysen in seinem Erster-Klasse-Abteil einen verlockenden Fresskorb vor. Geschenk seiner reizenden Töchter. Verbindlichsten Dank, ihr Süßen. Hallo. Hey, Sie. Verdammter Mist. Die Damen da drüben. Guter Mann, nur weiter so. Duft der Bienen. Rittmeister Finlaysen ist sprachlos. Dieser feiste Matschkopf belästigt dreist und rüde seine Damen. Schnucki, komm mal! Verschwinde! Jetzt reicht's aber. Lass mich mal. Sie Lustmolch! Sie melden sich mal bei mir. Zum Rapport! Unglaublich, dieser Fettsack. Unterdessen haben die Rekruten ihre bequemen 5. Klasse-Abteile bezogen. Nur Stan fühlt sich hier nicht so recht wohl, entdeckt das verlockende leere 1. Klasse-Abteil und lässt sich dort sogleich häuslich nieder. Ihr süßen Mäuse! Oberfeldwebel Hardy fühlt sich über das Verschwinden seines Lieblingsrekruten stark beunruhigt. Die behagliche Unterbringung seines Augapfels erfüllt den Oberfeldwebel mit einem tiefen Glücksgefühl. Was treiben Sie denn hier? Mögen Sie? Raus hier! Radani! Lief hier das Offiziersabteil voll! Raus! Trübe Tasse! So! Und während sich der Rittmeister nur sehr schwer von seinen Töchtern trennen kann, unterzieht sich Oberfeld Hardy einer dringend gebotenen Stärkung seines geschwächten Leibes. Kinderchen, ich muss! Bussi, Bussi! Aua! Mein Zug! Tja, Oberfeld Hardy hat mit der Bewältigung des Fresskorbes die allergrößten Schwierigkeiten. Danke. 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 Oh. Nehmen Sie den Hinter weg! Oberfeldwebel Hardy zur Stelle. Oh. Sie melden sich morgen bei mir. Zum Rapport.
Und jetzt raus, Sie Fressack! In diesem Abteil beginnt Obersoldat Pachulke mit der Zubereitung einer vitaminreichen Abendmahlzeit. Als Vorspeise gibt es frischen Lauch. Nimm gefälligst deine Quant aus meinem Speisekorb. Unhygienisch sowas. Den Po weg. Ich finde sowas sehr ungezogen. Weg da. Pachulke geht nun unmittelbar zum Hauptmenü über. Gut duftender, vollreifer Tilsiter Käse, reichlich mit Knoblauch garniert. Darüber Fischsoße mit Zwiebelpulver. Luft, frische Luft, Luft. Willst du mal abbeißen? Schein, bist schön dumm. Nur was Gesundes. Rittmeister Finlayson ist ein Mensch, der sich durch regelmäßigen Sport sowie durch langes Schlafen bei reichlicher Sauerstoffzufuhr topfit hält. Schöne Zwiebelkäsepizza. Die schenke ich dir. Ich habe nämlich noch genügend Vorrat. Danke. Das ist was besonders Feines. Stan kann sich der quälenden Gastfreundschaft nur durch einen kleinen Trick entziehen. Ich bin erblindet. Eine Sauerei. Bitte schön. Na, geschmeckt? Sehr gut. Ja, wenn es dir geschmeckt hätte, müsste der Teller anders aussehen. So. Gleich nach Ankunft im Ausbildungslager beginnt für die Rekruten der volle Ernst des soldatischen Lebens. Langer Lulatsch. Aua! Du kannst ein bisschen aufpassen mit deinem blöden Ellbogen. Sieh! Wie stehen Sie überhaupt da? Guten Tag. Sie haben wohl nicht alle Tassen im Schrank, hm? Wieso? Tassen? Wo sind die? Ich weiß nicht. Sie sind vielleicht eine Träne. So machen wir das, richtig? Die Nasenbär. Wie stehen Sie denn da? Wie eine krumme Mettwurst. Kuckuck. So ein Saft, Heini. Ich halte das nicht mehr aus. Gewehrappell. Verzeihen. Und die Klappe hoch!
Schloss öffnen! Kaputt? Tja. Das Schloss wieder rein! Ich weiß nicht. Her damit! Und nun wird Rittmeister Finlayson diesem Wickelkind mal zeigen, wie das gemacht wird. Ist da was nicht in Ordnung? Tschüss! Abteilung, geht! Drehen Sie sich um, Sie Hammel! Das ist gemein. Mist! Geil und gut! Umdrehen Sie, Hammel! Tja, also, das, dich mach ich zur Miller. Schmeißen mit dem Gewehr. Ich sag's meiner Oma. Laurel! Das sag ich meiner Oma, ganz bestimmt. Gottlob, gelingt es der Autorität des Oberfeldwebels Hardy, den beleidigten Krieger Laurel noch einmal bei der Truppe zu behalten. Schlafen Sie diese Tränen, bis das Wasser kocht. Rechts. Up. Gleich halt. So lernten sich Stan und Olli unter der gütigen Obhut des Rittmeisters Finlayson näher und persönlicher kennen. Drei Stunden später. Plötzlich entdecken die Geschundenen eine köstliche Gelegenheit zur Erfrischung. Hilfe! Oh. Ich komme gleich. Ich gehe nur mal ein bisschen schwimmen. Das wird eine Abkühlung nach dieser Tortur. Ich komme gleich zu euch. Was denn, du willst baden? Du passt dir auf die Sachen auf. Zieh dich an. So entstehen fast alle Wald- und Buschbrände. Alle dürfen baden, nur ich nicht. So ein Mist. Ach was? Ha.
Hallo. Raus! Sofort anziehen! Wo ist denn der Kerl? Während dieser teils betrüblichen, teils erfreulichen Vorgänge trifft im Ausbildungslager völlig überraschend der gefürchtete General Heldenklau zur Besichtigung ein. Rufen Sie alle Einheiten zusammen. Horch, die Trompete schallt. Alles anziehen. Leider ist dieses der Rest der Uniform. Laurel, was ist das? Asche. Das ist Alarm. Da müssen wir eben nackt gehen. Oh, die Frauen vom Rittmeister. Volle Deckung. Ein rettendes Reklameschild für den Superfilm Wolgaschiffer bietet notdürftig ersten Sichtschutz. Alles bleibt hier in Deckung. Eine poppige Werbung. Und die Gesichter so echt. Der Besuch eines kleinen Stinktieres bringt neue Überraschungen. Stinken Sie so? Immer ich, ne? Stinkt wie die Pest. Ich halt's nicht mehr aus. Fleißige Bienen sorgen für neuen Schwung. Nach ausstehenden Zuges unter dem Kommando von Feldwebel Hardy beendet die Generalsbesichtigung sozusagen mit einem Schlag. An diese schicksalhafte Begegnung in Uniform werden unsere Freunde Laurel und Hardy noch lange zurückdenken.